Wunderschönen guten Abend, meine Abonnenten. Ja, heute habe ich mal was in der Newspaper, praktisch in der Thailändische Zeitung, der Falang, gelesen, dass einer sein Visum nicht kriegt, weil er ja deine 800.000 paar Mark angebrochen hat. Und war sehr interessant, das mal zu lesen. Und ihr könnt es nachlesen, das ist von heute rausgekommen und so. Und ja, das ist immer das Problem. Das ist das einzige Land, wo du jeden 90 Tage hingehen musst und Geld auf dem Konto haben musst oder so und so viel Rente. Aber die Renten sind ja so hoch angesetzt bei 1.500, glaube ich, muss man haben, oder 1.200. Ja, und wenn man nicht verheiratet ist, muss man noch eine Krankenkasseversicherung haben. Das wollen sie ja auch noch sehen. Wer kann das erreichen? Normaler Arbeiter kriegt ja nicht mal so hohe Rente. Wenn man so eine Durchschnittsrente kriegen würde, das ist ein 1.400, 1.500. Nach den Kommensteuern runter, dann ist es auch nicht mehr und so. Ich sehe das ja selbst an meine anderen Kollegen, was die alle so an der Rente kriegen. Da ist das lacherhaft und so. Ja, ich bin zwar überweg mit der Rente, ja, weil ich mehr in Amerika eingezahlt habe, 15 Jahre, und dann teilweise noch in Deutschland. Ja, deswegen ist meine Rente auch höher ausgefallen und so. Auch 15 Jahre bei der Stadt arbeiten ist zwar auch kein großes Geschenk und so, aber ich sage immer, 200 haben oder nicht haben, das kann man noch Bier kaufen, davon wird man auch nicht reich und so. Ja, und dann kommt noch mein Meisterbrief, was ich meine Firma ja jemand übergeben habe mit meinem Meistertitel und so. Sonst kann er das nicht leiten, weil er keinen Meister hat. Da verdiene ich auch Prozent, er hält 5% pro Monat. Es macht nicht viel aus, ich will ja nicht bereichern. Nur den habe ich schon lange gehabt, wenn ich in Deutschland die Firma aufgebaut habe und er hat das auch geführt. Warum soll er es nicht weiterführen? Das sind wieder Arbeitsplätze zu erhalten und ich habe auch guten Kundenkreis gehabt und so. Warum soll ich mein Lebensweg auch zerstören? Ja, man weiß das ja, in Thailand gibt es auch immer neue Gesetze und so, und das ist in Deutschland auch. Wenn ich das jetzt sehe, in Deutschland lese ich auch gerne die Zeitung, da sage ich immer, das ist ja mehr Verbote als wie sonst was und so. Ja, und in Thailand lebt man gesünder an Essen. Wenn man viel essen will, dann macht man auch viel selbst oder baut man selbst an und so. Nur wenn ich das auch hier so sehe, Fertigprodukte wie Mayo mit Käse, was viel in Thailand jetzt auch gegessen wird, so, da ist Mayo drin und 5% Käse und das Rest ist Chemie alles drin. Ja, und meine Frau ist ja sowieso jetzt mehr auf Naturbasis und so, nicht mehr so viel Chemie, das ist auch gut so. Auch so wird das Brot, was man kauft, wenn ich Zeit habe, muss ich auch wieder backen und so, weil ich das Brot esse ich nicht gerne, weil das, da kann ich jetzt ein Brot davon essen, da werde ich ja nicht mal satt und so, weil das viel mit Luft drin ist, das ist auch mit Chemie drin und so. Ja, morgen will ich ja mal einen Kuchen machen, einen Butterkuchen oder Zuckerkuchen, was man vieles sagt und so. Jetzt ist Mango-Zeit, da will ich mal auch eine Torte machen mit Mango, mit Joghurt-Mango und so. Gelatine kriegt man auch hier günstig gekauft, außer wenn man die deutschen Gelatine hat. Da zahlt man ein bisschen mehr, aber man ist ja nicht tarantelig Kuh. Ja. Ja, meine Baustelle geht auch ein bisschen weiter voran. Ja, es ist ja bald, im nächsten Monat ist ja wieder die Schulferien. Hoffe, dass meine Kinder ein bisschen mehr helfen. Ich habe gesagt, ich kann nicht mehr helfen, so hart arbeiten, weil ich jetzt Rückenschmerzen habe und so. Und ich wusste das auch, das wusste ich schon vor 10 Jahren, dass ich nicht so schwer arbeiten darf. Aber ohne Arbeit fühle ich mich nicht glücklich, dann bin ich krank. Ich muss Beschäftigung haben. Und ich kann nicht sitzen jeden Tag, ich muss kleine Arbeiten machen und so. Ich habe zwar leichte Arbeiten gemacht, aber es heißt nicht immer 1-2 Stunden, wenn ich an Arbeiten bin, muss das was zu sehen sein. Und ja, und ich weiß, dass ich muss ein bisschen kürzer treten, aber wie heißt das? Wer ruht, der rostet, und das stimmt ja auch und so. Ja, Rückenschmerzen, ja, das ist zu ertragen noch soweit, so, ja. Ja, nächsten Monat muss ich auch dann hingehen, praktisch in 15, 16 Tagen, um meine Verlängerungen beantragen und so.
Da habe ich ja keine Angst, weil Geld ist ja auf dem Konto. Da zahle ich immer was ein wieder. Morgen gehe ich ja zur Bank und zahle was da ein, damit es immer mal was runterkommt und einzahlen, damit es nicht gleich bleibt, damit sie es sehen und so. Ja, das geht sowieso jeden Monat was rauf, immer und so. 2.000, 3.000 Watt zahle ich immer auf und so. Ja. Nur es ist eine größere Absicherung, was man haben muss und so. Das ist das Problem in Thailand, ja. Dann habe ich wieder ein Ticket gekriegt, angeblich soll ich über Rot gefahren sein, aber man heißt das immer, wenn noch gelb ist, darf man rüberfahren, aber leider bin ich schon wieder mal 500 Euro via Thailand losgeworden. Ja, aber keiner Ticket über zu schnell zu fahren, das habe ich noch nicht gekriegt. Nee, aber jetzt habe ich meine Frau gesagt, wenn du sagst, ich soll noch über gelb fahren, nein, ich halte jetzt. Das wird mir zu teuer, jeden Monat ein Ticket zu kriegen, nee, das möchte ich nicht und so. Ja, meine Leute, ich will mal morgen mal zeigen, wie ich einen Zuckerkuchen mache und so. Und es ist auch Mangozeit. Ja, meine Lieblingsfrucht habe ich auch geholt. Ist sehr gesund, auch für Herzen und besonders für den Blut ist das gesund. Auch so wie die schönen Mangozeit, meine Liebling. Ja. Ich esse hier gerne sehr viel Frucht und das ist auch gut. Nur die Erdbeeren sind ein bisschen so teuer, aber na, schmecken tun sie nicht. Ich will ja auch selbst jetzt die Erdbeeren selbst züchten und so. Ja, meine Avocado-Baum steht. Mango kann ich auch bald ernten. Selbst bei den Nachbarn mehr. Zwar habe ich ein paar Mango, aber ich hoffe, die fallen nicht so schnell früh ab, damit sie auch schön groß sind und so. Und sonst muss ich bei meinen Nachbarn pflücken. Der hat einen Baum, der steht ja halb drüben bei mir schon. Da hat sie auch gesagt, kann ich abpflücken und so. Das sind so viele, die hat ungefähr 6 Bäume an der Grenze. Kann ich alles abernten, wenn ich das möchte. Ja, mache ich aber auch. Ja. Und nächstes Mal vor der Regenzeit will ich mein Beet anlegen und so. Damit ich meine Karotten selbst auch ernten kann und so. Meine Gewürze, das werde ich auch nochmal überbringen und so. Ja, jetzt suche ich nur noch Leute, die für den Carport arbeiten. Der eine meldet sich nicht mehr und alleine kann ich das nicht mehr. Ich kann nicht über den Kopf arbeiten, wegen meinem Rücken und so. Auch leider kann ich auch nicht lange stehen. Ja, und der kam alleine mit meiner Hilfe. Da habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht und so. Es müssen 3 Leute sein. Ich hätte gerne zugereicht und alles so, aber ich kann nicht den ganzen Tag auf der Leiter stehen. Das hält mein Rücken nicht aus und so. Ja, und dann, seitdem meldet er sich nicht. Aber meine Frau besorgt ja andere und so. Die hat ja gesagt, wenn wir das Dach, das Grundgestell Metall habe ich ja schon hier, weil das Metalldach und so, da will er die Leute besorgen, 3 Leute, dass sie 3 Tage haben, 600, 700 Bad. Zahle ich gerne, ist immer noch billiger als wie eine Firma, wenn man macht und so. Deswegen ist mein Carport und das Außendach von vorne da bei der Terrasse gemacht wird. Das andere Haus, das kann noch lange warten und so. Da werde ich immer nach und nach Geld reinsetzen und so. Aber erstmal muss die Auffahrt sein, meine Mauer fertig, bevor der Regenzeit kommt und so. Ja, das ist erstmal alle und Dankeschön. Meine treuen Abonnenten, dass ihr noch so lange geblieben sind, aber es wird nicht mehr und es wird nicht weniger. Aber ich hoffe, dass wenn ich das hier alles fertig habe, dann werde ich mein YouTube ein bisschen ändern und ich hoffe, dass mehr ist, auch mehr Informationen und so. Auch von Immigration, da will ich mal sowieso noch mal ein paar Informationen holen, gerne. Da muss ich mal im nächsten Monat reden, wenn ich hingehe. Das auch über die Renten, wenn man das jetzt verheiratet ist, kann man halb und halb machen. Das geht nur, wenn man 800.000 hat, kann man halb und halb machen, wenn man verheiratet ist. Aber ich möchte mal wissen, geht das auch, wenn man verheiratet ist? Warum soll mein ganzes Geld auf dem Sparbuch bleiben? Das kann man woanders was anlegen und da will ich nachfragen und so, wenn das geht. Ja, das sind viele Fragen, was ich auch bei den Migrationen auch gerne wissen möchte. Das gebe ich euch gerne weiter und so, weil alles steht ja nicht 100% und so. Und ja, und im Fernsehen, wie die das anderen so zeigen, so mit Vox und so, da bin ich nicht interessiert, weil das ist nur alles Show und das wollen sie ja so stellen, wie das immer so schön rosig ist.
Ja, ich kenne das von selbst, von meiner Arbeit und so. Und als Rettungssanitäter, wo ich unterwegs war, weiß ich ja, wie die Zeitung schreibt und so. Oder wie die Fernseher sind. Das ist immer eine, aber so eine Mücke wird gleich ein Elefant gemacht und so. Ja, und darauf bin ich nicht scharf. Auch wegen das Geld, was man als kriegt, das ist ein Trinkgeld und so. Ich kenne das von der Fernsehshow und so. Ich habe ja viele Fernsehshows, war ich ja dabei, praktisch als Sanitäter, wenn es eine große Veranstaltung ist, dann muss immer ein Rettungssanitäter dabei sein und so. Und da sieht man das ganze Show, wie das ist und so. Auch bei den Konzerten, da komme ich umsonst rein. Wie beim HSV gespielt habe, kam ich auch umsonst rein. Das war mir der Vorteil bei den Rettungssanitätern in jungen Jahren. So. Ja, und dann die Zeiten sind aber vorbei und so. Okay, meine Leute, ich wünsche dir noch ein schönes Sonntagabend und noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.